Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Friedrichsfeld tödlich verletzt. Er war laut ersten Ermittlungen der Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf der L597 in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 56-jährigen Fahrers. Der Jugendliche verstarb noch am Unfallort, während der Autofahrer unverletzt blieb. Notfallseelsorger waren vor Ort, um sich um die Betreuung der am Unfall beteiligten Personen zu kümmern. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die L597 bis 20.40 Uhr vollständig gesperrt und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.